Wir sind in Niederbayern an der Donau gegenüber von Wischelburg. Das ist oberhalb Stephansbosching. Weiter oben kommt dann Irlbach. Der sanfte Donauausbau, den wir damals erkämpft haben, ist hier auf einen Kilometer ungefähr realisiert. Es ist einfach nur brutal. Der Fluss wurde ungefähr um die Hälfte seiner ursprünglichen Breite verengt, er wurde aufgeschüttet mit riesigen Mengen Kies, die Buhnenfelder wurden eingeebnet. Und es gibt eigentlich nur noch die Fahrrinne, die sich von hier bis Wischelburg erstreckt. Der Fluss wurde zudem gesteinigt, anders kann man es nicht nennen. Die früher flachen Sand- und Kiesufer wurden mit Steinmauern abgeschlossen, sodass ein Kanal entstanden ist, die Donau kanalisiert. Ein Umweltverbrechen nach meinem Verständnis. Übrigens war ich damals auch beim Planfeststellungsverfahren dabei und auch bei einer Diskussion beim Bund Naturschutz in Plattling. Und ich erinnere mich nicht, dass diese Maßnahmen je erwähnt wurden. Es wurde ein Parallelleitwerk angekündigt und der Rückbau von Buhnen, aber das, was hier gemacht wurde, weiß ich nicht, dass das geplant war.